Ja, grüß Sie, liebe Zuschauer. Wir begeben uns heute zusammen auf eine Reise in die Vergangenheit, und zwar kulinarischer Art. Denn ich befinde mich hier in Dresden-Klotzsche und werde Ihnen gleich das Anno Domini vorstellen. Ein Schankhaus, wo Speisen aus dem Mittelalter auf dem Tisch kommen. Also ich denke mal nicht, dass hier diese kleinen Hoppelhasen nachher serviert werden. Nein, hier gibt es dann Bulleneier, Froschschenkel und natürlich eine ordentliche Schweinshaxe. Und wie genau das dann alles aussieht, vor allen Dingen wie die Bulleneier schmecken, das teste ich jetzt mal für Sie. Ja, dann grüß dich, Mario, und danke für die Einladung hier ins Anno Domini und Prost erstmal. Prost erstmal. Auf geht deine Gesundheit. Aber geht gleich zünftig hier los. Und natürlich gibt es bei dir kein normales Glas, muss man auch gleich so sagen. Nein, bei uns gibt es ausschließlich Tongeschirr, wie es halt früher so war. Ist alles handgetöpfert. Und auch keine Gabel. Wir haben hier schönes Holzbesteck, aber ich sehe nur Messer und Löffel. Was ist mit der Gabel? Des Teufels Dreizack hat bei uns zu unserer Zeit bei Tische nichts zu suchen. Er wurde nur als Zweizack genommen, um zum Beispiel beim Nachbarn ein Stück Fleisch zu mausen. Also man muss wirklich sagen, ihr achtet hier sehr auf Details, und das betrifft natürlich auch das Essen. Bei euch kommt originale Mittelalterküche auf den Tisch. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also wir versuchen ausschließlich mit regionalen Produkten Sachen zu kochen, die es natürlich in der Zeit auch gegeben hat. Das heißt, bei uns kommen keine Kartoffeln auf den Tisch, sondern nur Sachen, die halt im Mittelalter tatsächlich auch gegessen wurden. Die Säfte und das Wasser alkoholfrei und Bier und Wein, so viel wie du wohl reinkriegst. Ich habe schon angekündigt den Zuschauern, ich werde nachher Büffelei probieren. Also das steht hier wirklich auf der Karte. Bulleneier. Bullenei, ah. Die Bulleneier, jawohl. So ganz durcheinander jetzt. Die Bulleneier, das ist eine Spezialität zur Stärkung der Manneskraft. Also sehr proteinreich. Das ist richtig. Eiweiß, viel Eiweiß. Ich bin sehr gespannt, das werde ich am Ende dann auf alle Fälle, wie gesagt, ausprobieren. Jetzt hören wir aber noch ein bisschen Programm, denn hier ist natürlich auch immer Unterhaltung angesagt. Das ist richtig, bei uns ist jeden Freitag, Samstag haben wir Live-Musik bei uns im Haus mit ständig wechselnden Künstlern. Alles immer mittelalterlich, das heißt Dudelsack, Trommel, Gaukler, Spielleute. In der Weihnachtszeit, ab der letzten Novemberwoche, jeden Tag, so für Firmenfeiern und sowas, kann man sich auch gerne anmelden dafür. Wir bekommen jetzt ein paar neue Tischgäste, und zwar die Bremer Stadtmusikanten fast, ne? Der Elfriede und der Max der Gute. Genau, wenn ich vorstellen darf, das sind unsere Attraktionen. Wir arbeiten ja mittelalterlich, und das ist unser Esel Max, das ist die Luise, und hier haben wir die Henne Elfriede. Genau. Der Max ist ja schon stolze 26 Jahre alt. Genau, der ist seit Anfang an mit bei uns dabei. Wartet jeden Abend pünktlich vor der Tür, weil er unbedingt rein will, und freut sich natürlich, weil er überall ein kleines Leckerchen kriegt. Ist einfach urig, nett und gemütlich. Das Ambiente stimmt alles, das Essen passt. Und natürlich auch die Show, die man hier geboten bekommt, ist sehr toll. Die ganze Umgebung hier draußen, der Hof, alles wunderschön. Mit den Viechern hier anschließend am Tisch, und das war also schon super. Oh, jetzt kommt mein Bullenei. Zum Abschluss einfach mal lecker kosten, schmecken lassen und mal sehen, was passiert. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie es hergestellt wird. Das ist ganz einfach. Wenn das Bullenei kommt, kommt der ganze Bullenhoden. Der ist ungefähr so groß. Der wird mit Kräutern und Gewürzen ungefähr 2,5 bis 3 Stunden gekocht. Dann platzt er auf, dann wird das aufgeschnitten, und das Innere wird herausgenommen, und das ist dann ungefähr noch so groß. Wird aufgeschnitten, meliert. Schmeckt fantastisch. Ich hoffe, Sie haben es gesehen, ich habe es gegessen. Also man muss sich davor überhaupt nicht ekeln. Es schmeckt wunderbar. Es hat auch so eine leichte nussige Note. Ja. Ich würde jetzt sagen, darum heißen die Dinger vielleicht auch Nüsse. Also dann, ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte, und auf die Gesundheit.